In diesem Video habe ich 5 Dinge für dich, die ich dank YouTube gelernt habe, denn ich durfte bereits Ende 2021 mein 12-jähriges auf YouTube feiern und auch mein Business, mein Studium, alles hat sich rund um YouTube gedreht. Das heißt, ich habe mich wirklich sehr intensiv mit der Plattform beschäftigt und freue mich, dass ich diese 5 Dinge heute mit dir teilen kann. Hallo, willkommen zurück und falls du mich noch nicht kennst, hi, ich bin Sissy und auf diesem Kanal teile ich meine Erfahrungen aus über 12 Jahren YouTube und Online-Marketing mit dir, damit du auch mit deinem Herzensbusiness und deiner Leidenschaft auf YouTube nachhaltig sichtbar werden kannst. Und ich habe auch auf Instagram zu diesem Thema hier einen Post verfasst und ich dachte mir, das möchte ich aber unbedingt auch noch mit gesprochenen Worten mit euch teilen. Und da ist einer der wichtigen Punkte, die ich durch die Plattform gelernt habe, dass es okay ist, so wie ich bin. Das ist so das Allerschönste, was ich durch die Plattform lernen durfte, denn tatsächlich ist es so, dass ich vor vielen Jahren ein sehr, sehr unsicherer Mensch war. Das heißt, ich habe oft in meinem Umfeld gehört, Sissy, du bist zu viel, du bist zu laut, du bist zu anstrengend, du bist nervig, für was für Sachen interessierst du dich denn? Und alles in allem war es immer dieses, du bist zu viel. Und das ist ja generell ein Thema so im Bereich Selbstliebe, was man immer wieder hört. Und ich habe halt einfach auch nur ein kleines, begrenztes Umfeld gehabt, die mit meiner Energie nicht klargekommen sind, weil ich einfach ein sehr positiver Mensch bin. Ich finde in allem immer wieder eine Lösung, um weiterzumachen. Und ja, ich bin auch mal niedergeschlagen, ich bin auch mal frustriert und deprimiert, aber ich finde immer wieder einen Weg weiterzumachen und die Dinge zu erreichen, die ich erreichen möchte, und damit kamen viele nicht klar und damals dachte ich aber, ich bin falsch. Und dann hatte ich YouTube entdeckt durch einen Zufall, also ich hatte YouTube natürlich schon benutzt, zum Beispiel für Kinotrailer und so weiter, und dann habe ich aber durch Zufall entdeckt, dass man da auch selber Videos hochladen kann, und durch eine amerikanische Lifestyle-YouTuberin, und dann hatte ich total Lust, das zu machen, weil ich ja sowieso gerne tatsächlich im Mittelpunkt stehe, gerne spreche und andere Menschen unterhalte, ihnen helfe, einfach auch so, ja, wie soll ich sagen, nützlich bin. Da habe ich auch damals komplett meinen Wert darüber definiert, ist heute zum Glück nicht mehr so, aber es war mir einfach wichtig, hilfreich zu sein für andere. Und ich hatte halt die große Angst, dass, wenn ich da jetzt was hochlade, dass die Menschen mir da genau dasselbe widerspiegeln und sagen, hey Sissy, jetzt wird es zu dunkel. Du bist zu viel. Und da hatte ich große Angst davor, dass die im Prinzip die Menschen im Internet das bestätigen. Und was war? Es war genau das Gegenteil der Fall. YouTube hat meine Videos genau den richtigen Menschen vorgeschlagen. Ich habe so genau die richtigen Menschen weltweit erreicht tatsächlich. Also alle Deutschsprachigen, die aber teilweise überall auf der Welt gelebt haben oder im Urlaub waren. Und die haben zu mir gefunden, weil YouTube eben uns connected hat. Die Videos wurden den richtigen Leuten vorgeschlagen. Und das heißt, wir hatten schon mal dasselbe Interesse. Und ich hatte ja damals so Beauty-Themen und in meinem Umfeld war das einfach nicht so, ja, war das einfach kein so Thema, und mit Gelnägel und Frisuren. Und dann hatte ich da einfach schon Gemeinsamkeit mit den Leuten und so hat man sich gefunden. Und es ist so, so, so cool gewesen zu merken, dass es Menschen gibt, die sich für dieselben Dinge interessieren und die es sogar lieben und feiern, wie ich die Dinge erkläre und das auch als Feedback bekomme, wie angenehm ich bin, wie angenehm meine Stimme ist, wie gut ich erklären kann, wie wohl sie sich bei mir fühlen. Und es hat einfach so viel in mir verändert, weil tatsächlich, wenn man unsicher ist, die Bestätigung von außen extrem hilft. Ja, weil wenn man von außen immer wieder verunsichert wird, kann man noch so stark sein innerlich. Es macht es einem wirklich sehr schwer. Und deswegen sucht euch ein Umfeld, und wenn es über das Internet ist, in dem ihr euch wohlfühlt und euch aufgefangen fühlt. Die zweite Sache, die ich gelernt habe, ist, Perfektionismus bringt mich nicht weiter. Das bedeutet, dass es mir grundsätzlich immer im Weg steht. Andere Menschen, die meine Arbeit aktuell beurteilen, sagen zwar immer noch, Sissy, du gibst 150%, aber ich für mich weiß, dass ich früher da wie so ein verbissener Terrier noch viel, viel länger dran gesessen habe, um das noch besser zu machen und noch besser zu machen. Und mittlerweile sage ich auch zu mir selber, hey, das ist gut so, das kannst du jetzt so lassen, mach weiter, mach einfach mal weiter, vielleicht machst du es hinterher nochmal anders, aber mach einfach mal weiter. Also im Videoschnitt beispielsweise oder auch beim Dreh. Ich habe unter anderem meine ersten Videos so gedreht, dass ich, sobald ich einen Fehler gemacht habe beim Sprechen, bei einem 10-Minuten-Video zum Beispiel in Minute 5, habe ich einen Fehler gemacht, habe ich von vorne angefangen. So oft das Video gedreht, bis ich ohne Fehler durchgesprochen habe, weil ich nicht
das weg, weil ich keine Schnitte drin haben wollte, weil ich ja im Film gelernt habe, man sollte dann Blitzer machen und so, und das wollte ich nicht, deswegen wollte ich es perfekt durchsprechen. Überlegt euch das mal, das ist einfach nur krass und es ist heutzutage nicht mehr so. Ich schneide dann und schneide da und versuche es vielleicht auch ein bisschen im Schnitt zu überdecken, weil ich halt die Möglichkeit habe mit Schnittbildern oder mit Textebenen oder so. Aber es ist auch okay, wenn es einfach mal geschnitten ist. Es macht nichts und es tut so gut, weil ich habe über 1600 Videos schon gedreht. Das sind, glaube ich, jetzt schon um die 1700 Videos. Und wenn ich die alle perfekt hätte machen wollen, wäre ich ja nie fertig geworden. Hätte ich wahrscheinlich nie angefangen und nie das erste Video hochgeladen. Und das ist halt einfach ein sehr wichtiges Learning, was ich für mich gefunden oder rausgefunden habe. Denn ich habe gemerkt, dass ich das nur gemacht habe, weil ich zum einen nicht anecken wollte, weil ich keine Fehler nach außen hin zeigen wollte, dass ich von außen hin, also dass die Leute mich einfach mögen. Ich habe mich definiert über Anerkennung für meine Inhalte, weil immer die Leute auch gesagt haben, hey, siehst du, deine Qualität ist so krass im Vergleich jetzt zu anderen Kanälen in derselben Zeit. In der heutigen Zeit ist es jetzt schon so, dass es noch viel, viel krassere Kanäle gibt als meinen, aber ich bin immer mit einer guten Qualität mit dabei, einfach auch durch meinen Hintergrund, meine Ausbildung und Studium. Und da habe ich aber immer den Anspruch an mich gehabt, immer wirklich mich noch mehr zu übertrumpfen und noch besser zu sein und bloß nie einen Rückschritt zu machen, weil ich mich über die Anerkennung von außen definiert habe. Und als ich das irgendwann realisiert hatte, was es eigentlich mit mir macht, dass ich mich so sehr unter Druck setze, dass ich leide tatsächlich, habe ich angefangen, der Ursache im Grund zu gehen durch Persönlichkeitsentwicklung und habe gemerkt, wie ich mir selber das geben kann, was ich brauche, also wie ich mir selber Anerkennung schenken kann, sodass ich sie nicht mehr im Außen gesucht habe und dadurch konnte ich auch meinen Perfektionismus in eine gute Qualität einfach umwandeln. Also mir ist gute Qualität wichtig, weil ich meine Arbeit liebe und wenn man etwas liebt, möchte man das auch mit Liebe machen. Heißt aber eben nicht, dass man sich dabei kaputt arbeiten muss und diesen Unterschied habe ich für mich auf jeden Fall dank YouTube auch erkannt. Ein drittes Learning war von mir auf jeden Fall, gemeinsam macht's mehr Spaß. Ich bin nämlich tatsächlich im Studium und auch in der Schule eine echte Einzelkämpferin gewesen. Es kam unter anderem daher, dass ich auch gemobbt wurde früher in der Schule, weil ich beispielsweise ein Kinderstar war, ein Schlagerstar. Ich habe im Fernsehen gesungen und im Radio und hatte viele Auftritte und da kam halt auch, weil ich halt das eine Kind war, alle anderen haben quasi dasselbe gemacht, die waren im Sportverein, im Musikverein und so, waren aber alle so in der Masse und ich bin halt die, die was gemacht hat, was nicht alle gemacht haben und ich komme halt vom Dorf und von der kleinen Stadt und dann war das halt so, wurde sich halt drüber lustig gemacht und dann hat natürlich kein Kind Lust gehabt, da mit in den Strudel zu geraten, dadurch war ich dann halt auch ungewollt Einzelgänger teilweise und im Studium war es dann aber so, also da hat es auch angefangen wegen YouTube, dass mich die Leute da in einem Medienstudiengang auch sich lustig gemacht haben, das nicht verstehen konnten, was ich nicht verstehen konnte, weil das ja Medien sind, es müsste ja gerade das Interesse wecken der Leute, ja jedenfalls war das einfach so, dass ich, also das ist bis heute so, dass ich mit Menschen nicht klarkomme, die einfach nur jammern. Ich jammer auch manchmal und sage, oh, ich habe halt durch meinen Alltag nur so wenig Zeit zum Arbeiten beispielsweise. Das ist halt aber auch ein Fakt. Aber ich hole aus der wenigen Zeit dann halt richtig was raus, anstatt einfach nur weiter zu jammern. Und Menschen, die die ganze Zeit, oh, die Aufgabe ist so doof und das habe ich keine Lust und da komme ich mit nicht klar. Da komme ich nicht klar. Und ja, es gibt so gewisse Menschentypen, wo ich keine Lust drauf habe. Und im Studium waren dann halt viele davon, weshalb ich auch da mich einzeln durchgekämpft habe und auch als Jahrgangsbeste abgeschlossen hatte, mit einer 1,0 übrigens, muss man ja auch mal zwischendurch angeben dürfen, als Selbstständige interessiert es ja sonst keinen. Ja, jedenfalls habe ich da dann so die Mentalität gelernt, alleine schaffe ich, kann ich es besser, ich kann es besser machen, wenn ich es selber mache und ich habe aber dann durch YouTube unter anderem auch durch die Workshops gelernt, dass Zusammenarbeit eigentlich viel besser ist. Und dazu gehört es eben aber auch, dass man die richtigen Partner auswählt und wenn man die findet und was zusammen macht, kommt man gemeinsam so viel weiter. Und es ist so Gold wert, wenn man sich ein Netzwerk aufbaut von coolen Leuten, die auf derselben Wellenlänge sind. Und vielleicht ist es nur eine Person, vielleicht sind es 5, 10 oder mehr. Ich weiß es nicht, es kommt ja auch auf deinen Bereich drauf an. Aber wenn du jemanden hast und wenn es sogar im selben Bereich ist, also wenn ich jetzt mir noch eine YouTube-Coach-Kollegin suche oder vielleicht auch passend eine Instagram-Kollegin, das wäre so optimal, weil man sich da richtig ergänzen kann, dann laufen mir die Leute deswegen ja nicht weg, sondern diejenigen, die mit mir persönlich arbeiten wollen, die bleiben ja auch bei mir. Ich sage das immer auch gern zu meinen Kunden, wenn man es geht auch um das Thema, soll ich überhaupt starten, weil es gibt es ja schon, wenn man zwei Kanäle hat, die absolut genau das Gleiche anbieten, die gleichen Themen auf die gleiche Art und Weise, mit der gleichen Qualität,
dann entscheidet man sich am Ende immer noch für die Person, die man einfach persönlich gerne mag. Und das heißt, dann ist es egal, wenn dich jemand mag, ist es egal, ob jemand anderes kommt. Die Leute schauen das von dir trotzdem an. Und es ist ja auch so, dass man nicht die identischen Videos macht, sondern man hat ja noch eine andere Meinung, andere Perspektive. Und das macht es dann aus, dass die Leute meistens dann auch beide Videos anschauen. Und somit können dann zwei Leute Menschen auf sich aufmerksam machen und diese Reichweite gemeinsam nutzen. Das ist einfach so genial. Das heißt, ich sage immer gern Ellenbogen einpacken und andere in die Arme nehmen. Und genau das ist die Mentalität, die ich auch durch YouTube gelernt habe. Und deswegen teile ich auch mein Wissen so unglaublich gerne, weil ich möchte, dass es einfach eine starke Community ist, weil wir uns so gemeinsam einfach gegenseitig weiterbringen können. Ein weiteres Learning war von mir, dass ich gemerkt habe, dass eben alles bereits in mir ist, was ich brauche. Vor allen Dingen eben das Thema Anerkennung, aber auch mich selbst aus Problemen rauszuziehen. Ich bin in der Lage als Mensch, Dinge zu recherchieren, Dinge rauszufinden und Hilfe zu suchen. Ich kann alles schaffen, wenn ich das denn möchte. Und das ist einfach für mich wichtig gewesen, rauszufinden, was will ich eigentlich und was will ich nicht. Weil die Dinge, die ich eigentlich nicht wollte, die habe ich auch nicht geschafft, aus dem Grund eben. Das ist ja immer so, wenn man sich für Dinge interessiert und auf Dinge Lust hat, dann geht es leicht von der Hand und manchmal auch ein bisschen schwieriger. Dann braucht man eben, wie gesagt, die Muße, die Recherche zu betreiben und Menschen zu fragen, um weiterzukommen. Aber wenn du im Grunde nicht hinter dir selber stehst, das heißt, wenn du immer alles nur im Außen suchst, andere für dich für alles verantwortlich machst, auf die Hilfe anderer wartest, um irgendwas zu bekommen, dann passiert einfach nichts. Dann gehst du immer weiter unter, verlierst dich immer weiter selbst und ja, bist dann in diesem Modus drin, ja, ich muss es halt machen, ja, so ist halt mein Alltag, so ist halt mein Leben, ja, ist halt so. Und dazu gehöre ich überhaupt nicht zu diesen Menschen, das ertrage ich nicht. Also ich war schon teilweise in dieser Phase drin und habe gedacht, das kann nicht sein, es darf so nicht sein, Leben darf so nicht sein. Und dann habe ich einfach für mich dann nach jahrelangem auch geguckt, wo kommt es her, wer kann mir helfen, habe ich festgestellt, ich kann mir helfen und habe dann angefangen, eben durch Persönlichkeitsarbeit, Bücher, Kurse, ich war sogar in der Verhaltenstherapie bei einer Psychologin, alles irgendwie so richtig wieder zu sortieren in mir selber und zu mir selber zu finden, also den Weg in einem Chaos in mir drin so freizuräumen, damit ich wieder zu mir selber finden konnte. Denn wenn ich mir selber den Rücken stärke, brauche ich niemand anderen, sondern ich kann mir selber den Rücken stärken und dann Menschen in mein Umfeld einladen, ohne diese auch noch runterzuziehen. Das ist nämlich das allerletzte, was ich persönlich möchte. Ein weiteres Learning von mir ist Weiterentwicklung, ist Liebe, ist Selbstliebe, man tut was Gutes für sich und das ist Energie und auch Macht in einer gewissen Weise, weil wenn du Dinge selber umsetzen kannst, wenn du weißt, wie Dinge funktionieren, musst du sie nicht mal selber machen, aber du kannst die Menschen suchen, die Dinge dann für dich tun in deinem Business beispielsweise und du bist wissend. Das heißt, du fühlst dich nicht wie ein Idiot neben der anderen Person und bist der hilflos ausgeliefert. Mach dies jetzt richtig, mach dies nicht richtig, sondern du kannst es beurteilen. Und es gibt einem so viel Kraft und Energie und es fühlt sich so gut an, wenn man einfach für sich selber sorgt. Und ich persönlich liebe es. Ich bin wirklich, süchtig ist vielleicht das falsche Wort, also ich mache das schon in Häppchen und in Bereichen, die für mich relevant sind. Aber ich freue mich einfach so unbändig drauf. Das ist meine große Leidenschaft, jede Woche mich in irgendeinem Bereich weiterzubilden. Ich mache auch mehrere Online-Kurse parallel, weil es für mich ganz wichtig ist, immer meinem Herz zu folgen. In der einen Woche habe ich Lust auf dieses Thema mit der Person und in der anderen Woche habe ich Lust auf das und so mache ich häppchenweise alles Stück für Stück weiter und komme eben so weiter. Weil wenn ich mich zu einem Kurs durchgängig zwinge, dann verliere ich die Lust daran, so bin ich persönlich. Also es geht einfach darum, selber Wege zu finden, wie man sich weiterbilden kann, weil Weiterbildung ist für jeden wichtig, egal in welchem Bereich, also auch eben, wenn es nur Persönlichkeitsentwicklung ist, weil man im Beruf jetzt gerade nicht unbedingt was dazulernen möchte, muss oder kann. Aber auch da ist es immer toll, wenn man Wege findet, doch noch irgendwie eine Weiterbildung unterzubringen und das kann auch eben einfach durch Bücher sein. Das muss ja keine Weiterbildung sein, wenn du Mama bist und berufstätig bist und da noch eine Weiterbildung machst, kann zu viel sein, klar, aber wenn du dann nebenbei mal Bücher liest in dem Bereich, so wie es halt passt, mal 10 Minuten am Tag, das hilft halt extrem, weil wenn du dich weiterentwickelst, entwickelt sich auch dein Umfeld weiter, beziehungsweise dein Umfeld verändert sich und es kann die räumliche Veränderung sein, aber auch die menschliche, weil wenn du da stehen bleibst, wo du bist, dann verändert sich einfach nichts. Die Menschen um dich rum werden sich nicht von alleine verändern, sondern nur du kannst dich verändern. Und wenn du dich weiterentwickelst, dann gehen entweder manche Menschen, die nicht zu dem Standard passen, auf dem du dich dann befindest, oder sie entwickeln sich mit dir, nach dir quasi weiter und nehmen dich so ein bisschen als Inspiration.
Und was gibt's Schöneres? Ich liebe das total und deswegen liebe ich ja auch so die Social Media Kanäle. Das mache ich ja schon seit den ganzen Jahren über. Menschen inspirieren, sich selber weiterzuentwickeln. Das ist auch meine Methode bei meinem YouTube-Coaching. Ich mache nichts für andere. Ich setze nicht für andere um, sondern ich befähige dich quasi dazu, selber Dinge umzusetzen, selber Dinge zu verstehen. Und das liebe ich. Das ist so, oh, ich kriege jetzt Gänsehaut. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich gelernt habe, weil noch vor 12 Jahren, als ich angefangen habe mit YouTube, da habe ich ja klar gelernt, wie man YouTube macht, aber ich habe nicht so sehr in Weiterbildung irgendwie investiert, was ich mittlerweile definitiv tue. Und ich habe mir jetzt auch einen Coach, eine Coachin engagiert und das ist jetzt der nächste spannende Schritt nach den ganzen Sachen, die ich bereits gemacht habe, mich wirklich persönlich begleiten zu lassen im Businessbereich. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mal in die Kommentare schreibst, was so deine Learnings sind von deinem Beruf, den du hast oder einfach aus deinem Leben heraus. Was sind vielleicht 3 Dinge, die du gelernt hast oder was ist so dein Top-Learning überhaupt? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ansonsten kannst du auch mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Dann sehen wir uns auch nächste Woche wieder. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!